Reformhäusern. Knobi Vital, Ihr Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. CDU-Stadtverbandsvorsitzende Birgit Kaiser hat zu einer öffentlichen Diskussionsrunde ins alte E-Werk von Blankenburg eingeladen. Moderation des Abends übernimmt Landtagsabgeordneter Bernhard Daldrup, dem die Bildung in der Region sehr am Herzen liegt. Naja, Bildung ist natürlich überhaupt das Zukunftsthema schlechthin, nicht? Und gerade heute geht es ja darum, auch den Übergang von Schule zu Beruf zu beleuchten und den Zusammenhänge zwischen den einzelnen Schulformen und den Unternehmen. Und wie bekommen wir das hin, dass die Schüler eine vernünftige Ausbildungsstätte bekommen oder aber auch einen vernünftigen Studienplatz? Und wie schaffen wir es dann, hier Wirtschaft und Bildung an einen Tisch zu bekommen? Gute Bildung vor Ort und die Möglichkeit eines nahtlosen Übergangs zwischen Schule und Beruf, das sind gute Chancen für die Jugendlichen der Region, die Sie, aber auch Ihre Eltern wahrnehmen und nutzen müssen. Am 13. März ist Landtagswahl. Und für viele, vor allem junge Menschen in Sachsen-Anhalt, ist es auch die erste. Für die Schülerinnen und Schüler der oberen Jahrgänge des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Halberstadt ist die Wahl am kommenden Sonntag der erste persönliche Kontakt mit Demokratie und Mitbestimmung. Um zu zeigen, wie so eine Landtagswahl abläuft, was die eigene Stimme bewirken kann und warum es so wichtig ist, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist die Landeszentrale für politische Bildung aus Magdeburg mit ihrem Projekt Juniorwahlen an den Schulen im Land unterwegs. Wie bei einer echten Landtagswahl ist auch hier die Teilnahme freiwillig. An mehr als 100 Schulen im Land ist die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt unterwegs. Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo am 13. März ebenfalls gewählt wird, durften Schüler in den letzten Tagen ihre Stimmen abgeben. Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel der Welt ist, so das neue Bundesprogramm, das sich hauptsächlich an die Einrichtungen wendet, die einen besonderen sprachlichen Förderbedarf haben, wie die Kindertagesstätte am Regenstein in Blankenburg. Sprache ist wichtig, nicht nur für Kinder aus Migrationsverhältnissen, sondern für unsere Kinder auch, weil Sprache ist der Schlüssel zur Welt, auch um sich auszudrücken. Und deswegen wurde dieses Programm neu aufgelegt. Und ich fand in Blankenburg, die waren ja schon das erste Mal dabei, die haben das toll entwickelt und sie sind auch in dem fortführenden Programm dabei. Wir waren heute Vormittag in Osterwiek, die sind neu dabei. Und Halberstadt hat auch ein Fortführungsprogramm bekommen. Die haben damit Erfahrungen und die können das auch weitergeben. Jetzt ist neu, dass man Netzwerke bildet und sich untereinander austauscht. Und ich finde, das ist ein tolles Bundesprogramm, wo der Bund Geld zur Verfügung stellt. Eine Förderung des richtigen Sprechens kann nie früh genug beginnen. Denn diese Art der Kommunikation ist die wichtigste für uns alle. Und das wird in der Kita am Regenstein umfassend gefördert. In großem Rahmen und natürlich mit allen, die dieses Ehrenamt ausfüllen, feierte der THW Ortsverband Quedlinburg in würdigen Rahmen des Ratssaals sein 25-jähriges Jubiläum. Als Ortsbeauftragter und quasi das Gesicht des Quedlinburger THWs begrüßte Lars Deuter die Mitglieder, Helfer und Ehrengäste. Als besondere Überraschung spendierte Ulrich Thomas den würdigen und passenden Fahnenständer. Von oben sieht das Gebäudeensemble des großen Schlosses sehr attraktiv aus. Dennoch ist viel zu tun. Auch die Dachfläche des Ostflügels ist noch nicht vollständig saniert und mit Schiefer gedeckt. Das soll sich bald ändern. Bundestagsabgeordnete Heike Bremer bringt einen Bewilligungsbescheid von Kulturstaatsministerin Professor Dr. Monika Grütters mit, den sie dem stellvertretenden Präsidenten des Vereins Rettungsschloss Blankenburg, André Gast, überreicht. Wir wollen mit diesem Geld im Grunde die weitere Sachsanierung voranstreiten lassen. Das heißt, zum einen werden wir in dem Bereich des Kirchenflügels weiter den Schiefer draufbringen und im Bereich des alten Flügels im Grunde die Dachsanierung erstmal fortsetzen. Das heißt, im Grunde wirklich wieder alles hochnehmen, Dachkrone, Mauerkrone machen und dann wieder das Dach absetzen und dementsprechend auch die Basis schaffen für die Schieferdeckung. Fast 400 Mitglieder zählt der Verein Rettungsschloss Blankenburg.
Und ohne diese Mitstreiter wären solche Erfolge nicht möglich gewesen. Das neue DRK-Demenzzentrum in der Quedlinburger Neustadt ist nur ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und dem Land Sachsen-Anhalt. Mehr als 500.000 der Bausumme kam damals aus Landesmitteln. Heute gilt es als eines der modernsten Demenzpflegeheime im Land. Für DRK-Geschäftsführer Michael Funke der beste Ort, um gemeinsam mit Landesinnenminister Holger Stahlknecht und dem CDU-Kreisvorsitzenden Ulrich Thomas Bilanz aus der bisherigen Zusammenarbeit zu ziehen. Im November 2015 war das DRK-Demenzzentrum in der Quedlinburger Neustadt feierlich eröffnet worden. In die Sanierung der beiden integrierten Fachwerkhäuser im Steinweg 57 und 58 sowie in den Neubau waren damals 4,6 Millionen Euro geflossen. Sportforum heißt in diesem Jahr der Treffpunkt aller fußballbegeisterten Kids und Jugendlichen. Die Geschichte des Fairplay Soccer Cups reicht etliche Jahre zurück und hat sich sehr positiv entwickelt. Die Veranstaltungen sind immer ein Highlight der regionalen Sportgeschichte. Jugendliche für den Fußball zu begeistern, ist die eine Seite. Die andere, den Gegner zu achten und nicht den sportlichen Sieg über die Fairness zu stellen. Nicht faulen und halt ganz normal fair spielen, ohne Grätschen und alles. Dass, wenn man den Ball verliert, dass derjenige, der den Ball verloren hat, nicht nachtreten darf. Und dass man halt nett zu den anderen noch ist. Nicht allen mit Absicht fault und dass man sich auch danach entschuldigt. Dass man das Faulen und die robusten Aktionen im Spiel sein lässt. 68 Teams bei den Schülern bis 14 Jahre und 37 bei den Älteren hatten sich angemeldet, um sich für das Landesfinale zu qualifizieren. Sie sollen sich einmischen und mitmischen. Und darum greifen die Schüler der berufsbildenden Schulen JPC Heinrich Mette in Quedlinburg zu Stift, Farbe, Schere und allen möglichen anderen Werkzeugen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Was dabei herausgekommen ist, können Interessierte und Sparkassenkunden noch bis Mitte März genau dort selbst entdecken. Tatkräftige Unterstützung gab es im gesamten Schaffensprozess von der Kunstplattform Sachsen-Anhalt. Deren künstlerischer Leiter Knut Müller hat die Schüler während des Projektes umfangreich begleitet. Kunstplattform Sachsen-Anhalt ist ein gemeinnütziger Verein zur Realisierung von Kunstprojekten. Vor allem solcher zusammen mit vielen Jugendlichen. Entstanden sind dabei die verschiedensten Motive in ganz unterschiedlichen Techniken. Während für einige Schüler der bloße Appell zur Wahlbeteiligung im Mittelpunkt stand, widmeten sich andere dem Thema mit Humor. Das Image des Harzes soll gestärkt werden. Deshalb wurde vor 2 Jahren eine Initiative für die gesamte Region über 3 Ländergrenzen hinweg ins Leben gerufen. Es geht bei der Zusammenarbeit nicht nur darum, die bekannte Urlaubsregion zu stärken. Der Harz hat ein viel breiteres Spektrum. Also der Harz ist eine fantastische Landschaft, ein leistungsfähiger Wirtschafts- und Bildungsstandort. Und das wollen wir gemeinsam nach außen präsentieren. Die Hochschule Harz war nicht ohne Grund Austragungsort der Tagung. In der Bildung gibt es ebenfalls viele Gemeinsamkeiten. Allerdings ist die Zusammenarbeit in diesem Bereich über Ländergrenzen hinweg noch schwierig. Wie viele Einbrüche gab es 2015 im Harz? Welche Stadt hat die höchste Verbrechensquote? Und sind Ausländer wirklich so gefährlich und kriminell, wie viele denken? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2015. Für den Chef des Polizeireviers Harz fällt die persönliche Bilanz positiv aus. Also wir sind zufrieden, weil wir ein sehr intensives Jahr 2015 erlebt haben. Die Rahmenbedingungen haben sich im Jahr 2015 doch deutlich verändert. Wir sind hier im Harz natürlich stark unter dem Eindruck der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber. Wenn man betrachtet, dass wir aufgrund der Flüchtlingssituation im Jahr 2015 doch stark gefordert worden sind, bin ich sehr zufrieden mit den Zahlen, die wir geschrieben haben, weil wir in einigen Bereichen doch deutliche Rückgänge bei Straftaten zu verzeichnen haben. Und das ist gut. Und lässt mich zu dem Fazit kommen, im Harz kann man gut und sicher wohnen.
Im Städtevergleich der Kriminalitätsstatistik 2015 erweist sich Wernigerode wiederholt als die sicherste Stadt im Harz. Platz 2 belegt Quedlinburg. Schlusslicht: mit einer fast doppelt so hohen Kriminalitätsbelastung wie in Wernigerode ist auch 2015 Halberstadt. Ausnahmezustand in Börnecke. Ein ganzes Dorf will seine Kita-Leiterin aus dem aktiven Berufsleben verabschieden. Und das Beste, sie weiß noch nichts davon. Ich hoffe, wir haben dich überrascht. Du hast eben schon gesagt, du kannst gar nicht damit umgehen, aber du weißt ja noch gar nicht, was dich erwartet. Karin Steiner hatte vor 44 Jahren die Leitung der Kita übernommen und so teilweise 3 Generationen von Börnickern in ihren ersten Lebensjahren begleitet. Ich bin ganz doll überrascht worden. Ich habe es so nicht gewusst. Das muss ich echt sagen. Das, was passiert, wusste ich schon, aber nicht in welchem großen Rahmen. Und war ein bisschen aus der Bahn geworfen heute. Weil ich habe gedacht, das passiert im Kindergarten alles ein bisschen kleiner. Und ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mir diesen Tag hier beschert haben und sicher zu einem Unvergesslichen werden lassen. Ich hatte schon am Elternabend gesagt, emotional bin ich zurzeit nicht die Stärkste. Das lässt sich auch denken. Ich war 44 Jahre Leiterin in diesem Haus, wo ich täglich ein- und ausgehen durfte. Und ich muss sagen, das war mein zweites Zuhause. Aktuell ist die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt übergangsweise das neue Zuhause für etwa 1.800 Flüchtlinge. Als eine der ersten Flüchtlingsunterkünfte erhielt die in Halberstadt jetzt ein sogenanntes Ankunftszentrum. Unter riesigem medialem Interesse besuchen Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff und Frank-Jürgen Weise die neuen Räumlichkeiten. Mit den technischen Möglichkeiten, die das neue Ankunftszentrum seinen Mitarbeitern bietet, soll es möglich werden, künftig innerhalb von 2 bis 4 Tagen über Asylanträge direkt vor Ort zu entscheiden. Ein Schritt, der längst überfällig ist, findet selbst der Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Warum hat das denn eigentlich alles so lange gedauert? Ja, das frage ich mich auch. Es war richtig, dass man uns als Bundesagentur gebeten hat, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu unterstützen. Denn meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesamt waren der großen Zahl gegenüber nicht gewachsen in ihrer Aufgabe. Wir haben das jetzt organisiert. Wir haben uns Rat geholt, wie es andere Länder in Europa machen, haben im Oktober alles konzipiert und sind jetzt in der Umsetzung. Sie haben völlig recht. Es ist eigentlich ein Jahr zu spät. Samstag früh. Noch ist es ruhig im Ort. Nur vor der alten Edelhofscheune parken Fahrzeuge und Baugeräusche tönen aus der Halle. Ja, weil das ja unser Laden werden soll. Also das ist nicht mein Laden und nicht der, sondern das soll unser Laden werden. Also aller Dersheimerinnen und Dersheimer, und da fasse ich mit an. Ja, erstmal macht es mir natürlich Spaß, hier am Dorf ein bisschen was zu erneuern. Dafür haben wir das ja und wir wollen halt auch die Versorgung wiederherstellen. Und mir macht es im Allgemeinen Spaß, ein bisschen was zu bauen. Für die fleißigen Mitstreiter wurde ein leckeres Frühstück bereitet. Wer schwer arbeitet, hat auch eine entsprechende Pause verdient. Der nächste Arbeitseinsatz kann kommen. Helfer stehen bereit. Und auch andere Einwohner haben schon ihre Unterstützung zugesagt. Was viele Einwohner der Region nicht wissen: bereits seit 2012 ist eine Beratungsstelle für Menschen mit autistischen Störungen in der Blankenburger Nordstraße ansässig. Darum haben Bürgermeister Heiko Breithaupt und Landtagsabgeordneter Bernhard Daldrup sie heute auf ihrem Terminkalender stehen. Wir wollten heute uns mal das Autismuszentrum hier in Blankenburg anschauen, das ja im ganzen Harzkreis in seiner Form einzigartig ist und auch darüber hinaus. Ich glaube, es ist auch vielen Blankenburgern gar nicht so bekannt, was hier geleistet wird. Und da haben wir heute mal von den Leitern hier doch einen sehr tiefen Einblick auch bekommen. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass diese Einrichtung hier in Blankenburg für die Menschen unserer Umgebung da ist. Zu den Zielen gehört es, für die Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes, eigenständiges Handeln zu entwickeln und dazu mit den anderen Menschen eine Kommunikation aufzubauen.
in der Frage, wie man die Verbindung herstellt zwischen dieser Einrichtung und den Schulen, vielleicht auch den Ärzten noch ein bisschen mehr, müssen es vielleicht noch ein bisschen mehr bekannt machen, dass diejenigen, die betroffen sind, auch an der Stelle dann auch den Zugang finden. Eine Sensibilisierung für dieses Thema soll durch den 2007 von der UNO beschlossenen Weltautismustag jeweils am 2. April erreicht werden. Mitten im Ort auf einem kleinen Hügel steht die Kirche von Hüttenrode oder besser gesagt ihre Ruine. 1986 erfolgte der Wiederaufbau des Turmdaches, auf das im Juli 1991 Kugel- und Wetterfahne aufgesetzt wurden. Der Förderverein Kirche Hüttenrode hatte sich auf seine Fahnen geschrieben, die ruinöse Kirche zu erhalten. Ja, also aus dieser Kirche, was man so im Hintergrund sieht, ist erstmal der erste Schritt die Erhaltung der Ruine, so wie sie jetzt dasteht, weil wir haben Probleme damit, dass der Zahn der Zeit ja doch sehr stark an dem Mauerwerk genagt hat und wir mittlerweile Probleme haben mit herunterfallenden Steinen und so weiter, aber wir wollen ja die Kirche nutzen als Eventobjekt oder zu unseren Benefizveranstaltungen und haben jetzt Fördermittel und Unterstützung beantragt bei mehreren Institutionen. Und wir hoffen natürlich, dass es auch positiv ausgeht, dass wir da auch was bekommen. Der Kirchenvorstand und auch der Bauverein hier ist sehr rege und sehr aktiv unterwegs und hat schon unwahrscheinlich viel in Bewegung gesetzt. Man konnte selbst die Landeskirche überzeugen, Gelder hier locker zu machen. Und deswegen ist es schön, dass wir mit einem kleinen Beitrag auch dazu beitragen können, dass es hier weitergeht und dass überhaupt diese Kirchenmauern und diese Ruinen erhalten bleiben. Dem Dorf wieder eine Mitte geben, so das Anliegen des Fördervereins und des Kirchenvorstandes. Aber bis zu einem Glasdach, das den Kirchenflügel überspannt, ist es noch ein weiter Weg. Viele kleine Schritte sind dafür notwendig. Architektur in ihrer Gesamtheit denken, von der ersten Idee bis hin zur Schlüsselübergabe. Dafür steht das Planungsbüro Rohling. Bundesweit beschäftigt die PBR AG dabei fast 500 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Für die Zweigniederlassung in Blankenburg sucht das Generalplanungsbüro nun fachkräftige Unterstützung zur Verstärkung des Teams. Gesucht werden Diplom-Ingenieure für die Bereiche Versorgungstechnik und Elektrotechnik sowie Systemplaner für den Bereich Hochbau und technische Systemplaner. Werden Sie Teil des Kollegiums und entwickeln Sie gemeinsam komplexe Planungen für vielfältige Bauprojekte unterschiedlicher Größen. Bei Interesse schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einfach an die folgende Adresse oder per E-Mail an magdeburg@pbr.de. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Informieren Sie sich jetzt über das schnelle Internet mit bis zu 100 Mbit und sichern Sie sich bei Neubestellung oder Tarifumstellung Ihres Festnetzanschlusses einen Geschenkgutschein über 50 Euro im EP Media Park Schubinski in Quedlinburg. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft. Und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yipp! Yippie, yippie!
Alexa Prevent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Wenn mehr Bewegung mehr Spaß bedeutet. Wenn aus vielen Atemzügen ein Moment der Ruhe wird. Wenn aus einer kleinen Familie ein großes Glück wächst, dann ist unsere Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Quedlinburg drückt auf den Turbo und das betrifft den Breitbandausbau für schnelles Internet durch die Telekom. Im Vorwahlbereich 03946 sollen bis zu diesem Jahresende fast 13.000 Haushalte großflächig mit VDSL-Anschlüssen ausgestattet werden. Eine entsprechende Vereinbarung dazu wurde am 17. März zwischen den Vertretern der Telekom, Roland Vogt und Robert Mühler, sowie dem Oberbürgermeister der Stadt, Frank Ruch, unterzeichnet. Das neue Netz der Telekom wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Eine Option, die bisher nur Primacom-Kunden in der Stadt nutzen konnten. Für die Initiative. Wir freuen uns, dass die Stadt Quedlinburg hier unterstützen kann und wir in Sachen schnelles Internet hier nach vorne kommen. Herzlichen Dank. So, vielen Dank. Rübeland soll touristisch noch attraktiver werden. Wie das gelingen kann, welche konkreten Pläne es gibt und um die Potenziale auszuloten, trafen sich die CDU-Landtagsabgeordnete Angela Gohr und Landeswirtschaftsminister Hartmut Möhring vor Ort mit Vertretern aus Tourismus, Politik und Wirtschaft. Viel ist in den letzten Jahren passiert, erklärte Bürgermeister Frank Damsch. Mit großen Plänen soll nicht nur der Tourismus in Rübeland und im Oberharz künftig weiter gestärkt werden. Also dieses Potenzial, was zu heben wäre, ist noch gewaltig. Das kann man auch gut im Bilde ausdrücken, dass also hier noch vieles in der Erde vergraben liegt, gerade in den Höhlenbereichen. Guckt also hier und da noch der ein oder andere Knochen eines Höhlenbären oder eines Höhlenlöwen aus der Erde. Von daher ist also vielversprechend, diese Schätze zu heben. Die Aussichten für Rübeland sind gut, die Aussichten auf Rübeland auch. Den besten Blick hat man übrigens vom Aussichtspunkt direkt gegenüber der Baumannshöhle. Wer den anstrengenden Aufstieg hinter sich gebracht hat, für den gibt's nicht nur einen weiteren Stempel für die Harzer Wandernadel, sondern auch Harz pur, soweit das Auge reicht. Frühlingsanfang bei Temperaturen unter 5 Grad und eiskaltem Wind? Den Laufauftakt im Harzkreis hatten sich die Leichtathleten etwas anders vorgestellt. Nach dem gut angenommenen Kindergartenlauf ging es für die 106 Kinder bis 11 Jahre auf den 1,3 Kilometer langen Schnupperkurs. Der Höhepunkt des Tages war der Start der 252 Läufer über 14,3 bzw. 10 Kilometer. Ihre Strecke führte wie in jedem Jahr zur Burg Regenstein und zurück.
Frank Schauer aus Tangermünde gewann auf der Langstrecke vor Thomas Kühlmann und Matthias Göbel aus Wernigerode. Bei den Frauen erreichte Katrin Krebs vor Silke Greite und Nadine Pohl das Ziel. Dank der vielen Helfer und Unterstützer war die Jubiläumsveranstaltung, moderiert wie in alten Zeiten von Achim Schulze, ein voller Erfolg. Nach einigen Instandsetzungsarbeiten konnten jetzt Frank und Sven Reichow in ihrer Werkstatt diesen kleinen Flitzer wieder einsatzbereit an die Stadt übergeben. Es ist der alte City Cleaner, der lange Zeit auf dem Bauhof ungenutzt sein Dasein fristete. Wegen großer technischer Mängel war er 4 Jahre außer Betrieb. Nun ist er wieder betriebsbereit und kann für etwas mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen. Das ist ein Elektrofahrzeug, absolut ohne CO2-Ausstoß und Stickoxide. Und Batterien neu gemacht und die komplette Elektrik überholt, alles. Neue Kontakte, neue Kabel und für die saubere Stadt Quedlinburg. Dann sitzt Bundesfreiwilligendienstler Andreas Winter am Steuer. Einfach Handhabe, fertig, super. Er kann wieder durchstarten und dank der Partnerschaft, die die Firma Reichow für den City Cleaner übernommen hat, ist der regelmäßige Service und damit auch der weitere Einsatz stets gesichert. Der Schlossinnenhof präsentiert sich zurzeit ohne das große Baugerüst. Dach und Fassade des Kirchenflügels sind saniert und somit befinden sich 2/3 des Ensembles in einem äußerlich attraktiven Zustand. Die Arbeit des Vereins vom mutigen Anfang 2005 bis heute wird anhand von Bildern und Dokumenten erzählt. Zahlreiche Gäste sind gekommen, um Neues zu erfahren und die Arbeit der Vereinsmitglieder zu würdigen. Denn viel, was hier oben passiert, ist nur durch ehrenamtliche Arbeit möglich. Anstieg bei den Übernachtungen, mehr internationale Gäste und schon jetzt kaum noch freie Zimmer für die Adventszeit. Quedlinburg bleibt einer der absoluten Hotspots im Harzer Tourismus. Das geht aus den Übernachtungszahlen für 2015 hervor, die die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH nun präsentiert hat. Wir haben weiter Zuwachs gehabt, nicht mehr ganz so hoch wie in den Vorjahren, aber wenn ich sehe, dass es ringsherum eher im negativen Ergebnis gibt, dann sind wir mit unseren 1,4% für die Gesamtstadt Quedlinburg eigentlich ganz zufrieden. Dass Quedlinburg nicht nur zur bevorstehenden warmen Jahreszeit ein beliebtes Urlaubsziel ist, zeigen schon jetzt die Buchungen für die Vorweihnachtszeit. Wer während des Advents in den Höfen noch ein Zimmer braucht, der sollte lieber schnell buchen. Schon jetzt, 8 Monate vor dem ersten Advent, sind nur noch wenige Unterkünfte verfügbar. Auf Initiative des Edelhofvereins und durch die Unterstützung der Stadt Osterwiek wurde bereits vor Weihnachten eine Markthalle in einem ehemaligen ruinösen Scheunenflügel eröffnet. Das Areal mitten im Dorf war ungenutzt und verfiel mehr und mehr, bis die Dersheimer die Sache in die Hand nahmen, einen Verein und später die Genossenschaft gründeten. Zum ersten Mal wird der traditionelle Ostermarkt in der Markthalle durchgeführt. Weitere Veranstaltungen sollen folgen, denn die Genossenschaft will das Dorfzentrum mit monatlichen Veranstaltungen beleben. Ist eine gute Idee. Sehr schön, schön fürs Dorf. Ich finde es sehr schön. Wir sind hier dershalber und das ist eine ganz tolle Sache. Super, super. Ich finde das ganz toll. Viele Besucher und immer Action also. Die Leute, die hier mit dabei sind, die sind sehr aktiv. Und vor den Leuten muss man den Hut ziehen, was sie aus dem Gebäude haben machen lassen und was es mal werden soll. Hinaus in die weite Welt, nicht als Tourist, sondern als Austauschschüler. Davon träumen wohl viele Schüler im Harz. Für Hanna Bendin aus Halberstadt geht dieser Wunsch jetzt in Erfüllung, denn sie hat es geschafft. Möglich macht das parlamentarische Patenschaftsprogramm. Einmal im Jahr hat Heike Bremer als Bundestagsabgeordnete die Möglichkeit, einem Schüler aus ihrem Wahlkreis die Chance zum Auslandsjahr zu geben. Für die 16-jährige Schülerin des Martineums beginnt im August die wohl spannendste Zeit ihres Lebens. Also man ist auf jeden Fall total aufgeregt, wenn man auch nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt, was man da jetzt erleben wird und wie man sich verhalten muss. Und also ich weiß nicht, ob man sich so richtig darauf vorbereiten kann, weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommt. Wohin die Reise im August genau geht, steht für Hanna noch nicht fest. Klar ist aber, es wird die Reise ihres Lebens. Viel Freude.
Schüler und Mannschaften von Arbeitgebern treten im fairen Fußballspiel gegeneinander an. Den Schülermannschaften der Thalenser Sekundarschule Nord, der Ilsenburger Goethe-Sekundarschule und der Basisförderschule Albert Schweitzer aus Halberstadt stehen drei gemischte Unternehmermannschaften aus der Region um Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg sowie ein Team aus Agenturmitarbeitern und der Wirtschaftsförderung gegenüber. Für das kommende Jahr haben bereits Schulen und Unternehmen ihr Interesse für die sechste Auflage des Fußballturniers Spiel gegen deinen künftigen Chef bekundet. Heute ist ein großer Tag, denn es ist der erste Tag für die neuen Studenten der Hochschule Harz. Es gilt für die 50 Neuankömmlinge Fuß zu fassen in ihrer neuen Schule. 7 Semester lang werden sie hier an der Hochschule in Halberstadt studieren, um ihren Bachelor in den Studiengängen Verwaltungsökonomie und öffentliche Verwaltung zu absolvieren. Das Blankenburger Autohaus Müller und Verian hatte sich zahlreiche Gäste eingeladen, um die neuen von Renault entsprechend zu präsentieren. Angeboten wird der Megane ab 101 PS mit einem 6-Gang-Getriebe. Unterricht mal anders für die Erstklässler der Grundschule Haslehn. Lernen, staunen und mitmachen ist angesagt, wenn es darum geht, die Umwelt sauber zu halten. Denn das ist extrem wichtig, nicht nur für die Menschen, sondern auch für viele Tiere, dessen natürlicher Lebensraum erhalten werden soll. Doch leider gibt es Menschen, denen die Umwelt egal ist, wie zum Beispiel dem coolen Peter. Kleine Teilnehmer sehen und erkennen die Wichtigkeit des umweltbewussten Handelns. Gemeinsam haben sie mit Freude viele Möglichkeiten erarbeitet, dieses Handeln im Alltag zu praktizieren. Dieser Tag war für alle ein voller Erfolg. Anfang des 20. Jahrhunderts, als hier das alte historische Rathaus stand, gab es in Halberstadt noch Flugzeugwerke. Diese haben mit Unterbrechung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs produziert. Der sehr engagierte Althalberstädter Friedrich Wilhelm Schröder will seine Heimatstadt bekannter machen. Jetzt will er die alte Fliegerstadt mit einem Doppeldeckermodell in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Für seine Nachbaupläne konnte Friedrich Wilhelm Schröder den Modellflugzeugbauer Rainer Oehlschläger gewinnen, der in mühevoller Arbeit einen Doppeldecker der Reihe CL4 maßstabgerecht und flugfähig nachbaute. Aufregende Momente für unseren Kollegen Tim Kolditz am Samstag. Als Regiostar-Preisträger des Vorjahres war es an ihm, die Gala 2016 zu moderieren. Wie war es, Tim, die Vorbereitung für deine erste Großaktion? Ja, wenig Schlaf, viel Proben, viel Arbeit, viel Schweiß. Aber gelohnt hat sich dann ja am Ende jetzt heute Abend, wenn die Show dann so reibungslos funktioniert, wie wir das geprobt haben, dann doch trotzdem. Nach über 2 Stunden Live-Produktion war es geschafft, das Programm absolviert und die Preise verliehen. Zeit also für das große Finale. Jetzt konnte auch unser Kollege die Fliege lockern und den Abend genießen. Und jetzt hast du Zeit, den Abend zu genießen. Ich gehe jetzt ein Bier trinken, ich gehe jetzt was essen und danach ist Aftershow-Party. Und morgen Nachmittag fliege ich mit meinen Jungs nach Berlin und dann machen wir uns da einen bunten und Dienstag sehen wir uns auf Arbeit. Bis dahin. Das Schloss Erxleben 2 ist wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Die einstige große mittelalterliche Anlage der Familie von Alvensleben an der Straße zwischen Magdeburg und Braunschweig wurde bereits im 16. Jahrhundert in 2 Schlossbereiche unterteilt. Das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg will die historischen Gebäude erhalten und bietet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umweltstiftung Seminare für Flüchtlinge an. Die Asylbewerber lernen alte Handwerkstechniken kennen, aber auch mit modernen Geräten umzugehen. Die Räume werden unter Anleitung von Conny Luthard vermessen. Ein großes Interesse und viel Spaß an der Tätigkeit sind den jungen Männern anzusehen.
Sie ist die Hauptschlagader einer ganzen Region. Wer auf dem schnellsten Weg aus Ilsenburg und Wernigerode nach Quedlinburg oder Aschersleben möchte, der nimmt dafür den schnellsten Weg über die B6N. Seit einiger Zeit heißt es aber Fuß vom Gas zwischen den Abfahrten Wernigerode Zentrum und Heimburg. Straßenschäden sind hier der Grund für das aktuelle Tempolimit von 120 km/h. Stefan Hörold von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt weiß um den dringenden Handlungsbedarf in diesem Abschnitt. Und zwar löst sich dort die 2009 eingebaute Dünnschicht. Und das führt dazu, dass die Gefahr besteht, dass durch den Reifen gewissermaßen dort Teilstücke rausgerissen werden, die dann hochgeschleudert werden und den Verkehr gefährden. Und deswegen haben wir da die Geschwindigkeit auf 120 reduziert. In den 2 Stunden seit Beginn der Messung bis zu unseren Dreharbeiten registrierten die Beamten 28 Geschwindigkeitsverstöße. Die meisten davon waren nur unwesentlich schneller unterwegs als mit der Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Also wir appellieren an jeden Autofahrer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Denn wir wollen nicht irgendwo zur Unfallaufnahme kommen und wo die Leute zu Schaden kommen. Da heißt es also geduldig bleiben und das bis zum Herbst. Wann die Bauarbeiten genau beginnen, wird die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt in den kommenden Wochen bekannt geben. Das Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben ist auch zertifiziertes Darmzentrum. Die Mediziner des Harzklinikums wollen die Bevölkerung aufklären und sie für Vorsorgeuntersuchungen sensibilisieren. Ein großes Darmmodell soll helfen, medizinische Laien über krankhafte Veränderungen zu informieren. Schulklassen nutzen am Aktionstag die Möglichkeit, das große Darmmodell zu begehen und unter fachlicher Anleitung Aufbau, Funktion und Krankheiten zu verstehen. Moderne Operationsmethoden sowie zielgerichtete Therapien am Harzklinikum helfen vielen Patienten nach der Diagnose Darmkrebs ein relativ normales Leben weiterzuführen. Günstig ist in jedem Fall eine Früherkennung. Und das heißt Vorsorgeuntersuchung und Darmspiegelung. 265 Millionen Euro sollen bis 2030 in Neubau und Modernisierung von Bundesstraßen und Autobahnen investiert werden. Es ist eine Vorschlagsliste, die nun diskutiert werden soll. Der Bau der Ortsumfahrung Halberstadt steht allerdings schon fest. Alle Planungen für die 11 Bauwerke sind bereits abgeschlossen. 2019 wird mit der Fertigstellung der Ortsumfahrung gerechnet. Veranstaltungen im Harz. Architektur in ihrer Gesamtheit denken, von der ersten Idee bis hin zur Schlüsselübergabe. Dafür steht das Planungsbüro Rohling. Bundesweit beschäftigt die PBR AG dabei fast 500 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Für die Zweigniederlassung in Blankenburg sucht das Generalplanungsbüro nun fachkräftige Unterstützung zur Verstärkung des Teams. Gesucht werden Diplom-Ingenieure für die Bereiche Versorgungstechnik und Elektrotechnik sowie Systemplaner für den Bereich Hochbau und technische Systemplaner. Werden Sie Teil des Kollegiums und entwickeln Sie gemeinsam komplexe Planungen für vielfältige Bauprojekte unterschiedlicher Größen. Bei Interesse schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einfach an die folgende Adresse oder per E-Mail an magdeburg@pbr.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301.
Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH.